Hier, er ist nicht übertrieben. No, der ist echt klein so. Wunderschön. Machst du mit dem Kronkorken? Jo! Sag was. Was? Sag irgendwas. Was? Und willkommen zu dem 28. Daylog. Das bedeutet, noch 3 Daylogs. 3 Videos kommen noch, dann ist der Monat rum. Dann habe ich es geschafft. Ich bin auch gerade voll unprofessionell am Schnitt, weil ich richtig unprofessionell heute zu spät aufgestanden bin und es nicht mehr geschafft habe. Ich schneide jetzt mal weiter. Ich habe schon wieder eine Essensaufnahme von dir. Ganz kurz, ich habe Essensaufnahme, während ich Fritz Cola trinke. Ach so. ganz kurz, ich habe gerade, wir haben gerade, während ich ein bisschen hier geschnitten habe, über ein Thema angefangen zu sprechen. Und das wollte ich eigentlich in Vlog mit reinbringen, beziehungsweise das ist so interessant, dass ich es gerne mit reinbringen würde. Fang mal an, was du gesagt hattest. Ja, also ich beneide diesen komischen Typen da, dass er einfach 5 Minuten mit seiner komischen Kamera, mit seiner Kamera da halt stehen kann und einfach nichts tut. Das ist krass. Und ich kann das nicht. Das Thema war die Art des Vlogs, beziehungsweise die Art der Aufnahme eines Tages. Und gerade im Urlaub habe ich so viel darüber gelernt, wie man richtig vloggen kann oder wie man besser etwas machen kann. Und viele sagen immer so, ja, ich nehme mir mein Handy in die Hand, ich nehme mir meine schnelle Leica-Kamera in die Hand, ich nehme mir alles Mögliche in die Hand. Ich muss mich gerade schon wieder selber schlagen, weil ich mir wieder durch die Haare gegangen bin. Ne? Oh. Ja, das ist genau die Sache. Das kannst du jetzt vergrößern und reinschneiden. Ja, bitte. Mach ich, okay. Wenn du deinen Tag aufnehmen möchtest als ein Video, als ein Vlog, dann habe ich es nicht mit dem Aspekt oder habe ich es nicht mit der Vorstellung, dass du im Nachhinein dieses komplette Video hast. Also denk nicht im Vorhinein daran, wie es sein muss, mit dem Ganzen, wenn das Video fertig ist, sondern denk Schritt für Schritt daran, was du jetzt machst. Also beispielsweise habe ich an dem, ich nehme das Beispiel, an dem Vlog, den ich momentan mache, den im Van Gogh Museum, habe ich ganz zu Anfang, habe ich das Boot verlassen. Ich bin gerade damit am Schneiden, deswegen kann ich hier das nachschauen. Ich habe das Boot verlassen, ja, habe kurz anmoderiert und danach habe ich mir gesagt, das habe ich auch im Video gesagt, dass ich selber möchte mehr sagen, wo ich bin, mehr mit der Kamera reden. Geht mir jetzt im Nachhinein im Schnitt auf die Nerven, weil ich zu viel geredet und zu wenig aufgenommen habe. Aber wenn du dir vornimmst, wie du jetzt dein Video gestalten möchtest, das bedeutet, wenn du schon im Vorhinein beim Aufnehmen weißt, wie du es machen möchtest, so eine Art kleines Skript, nicht ein Skript im Vorhinein, was du einen Tag vorher planst, sondern wirklich ein Skript, was du nach und nach machst. Ich setze mich jetzt dahin, trinke mein Frühstücke und in der Zeit mache ich so und so oft wieder Aufnahmen und danach mache ich halt das oder was sich halt ergibt. Plan schon im Vorhinein. Und so entstehen beispielsweise auch Szenen, in denen du beispielsweise durch eine Tür reingehst, in denen du an der Kamera vorbeigehst, die total gestellt wirken, aber im Nachhinein das Video verbessern. Und das ist das Thema, was ich als Vlogging vorschlagen würde, was vielleicht du dir auch vornehmen kannst. Beispielsweise habe ich diese Timelapse hier, habe ich während wir gegessen haben aufgenommen. Mach was nebenbei, stell die Kamera einfach irgendwo hin und nebenbei auf. Das ist nur das ist ein hilfreicher Tipp, aber ich habe mich gerade gefühlt wie Superman Dennis, der bei Miguel Pablo Video die ganze Zeit da so links steht und nichts sagt, die ganzen 9 Minuten lang. Zum Glück sind es nur 3. Ja. Kauf mein Merch. Nein, bitte nicht. Ja, kannst ja nochmal was dazu sagen. Jetzt können wir ja die Kappe da hinten nehmen und sagen, kauf mein Merch. Warte. Du krümmelst. Oh, Entschuldigung, ups. Kauf mein Merch. Oh, warte, kauf mein Merch. Aber das war jetzt die Frage, weil wegen den Aufnahmen, die du in Hamburg gemacht hast. Ich hab fast keine gemacht. Ich habe nur vom Edeka welche gemacht, die ich eingekauft habe. Oh Mann, warte. Ich muss gerade an Knuspertoast denken. Den hat Schild gerade in irgendeinem scheiß Pool und ich gehe einkaufen.
Dann, ich hab einfach ein paar Mal hin und her. Trick ist halt einfach, dass du so, dass du eine Kamera nimmst, die einen optischen Zoom hat. Somit kriegst du so, solche ja, coolen Effekte ich halt. Ich hab keine Kamera, aber ich hab schon ein bisschen mehr. Solche Effekte kriegst du dann hin. So! Wir gehen jetzt, willst du irgendwie raus was drehen, oder? Ja. Wir gehen jetzt raus was drehen. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. Da Lena gerade beschäftigt war, muss ich jetzt vloggen, aber da es nicht kann, lass es einfach. Aua. Kauf mein Merch. Tut's nicht. Ey! Du musst jetzt eine PaySafe-Karte kaufen. Ich nicht. Ich aber. Hier ist mein Handy. Willst du vielleicht deine Sachen mit rausnehmen? Brauchen wir die? Brauchen wir, tun wir sie nicht. I can only say that it feels right, it feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right, it feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. So, laut Lennart ist unsere Aufgabe jetzt geradeaus lang, oder? Fast. Fast. Ja, wunderbar. So right, so right, so right. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. Wir haben abgedreht schon fast. Das Problem ist, hat das Chris kein richtiges Reb. Dass Chris kein richtiges Skript hat und wir damit kaum wissen, was wir aufnehmen können. Also, wir wissen schon ungefähr, was wir aufnehmen können. Wir müssen allerdings jetzt planen, was wir aufnehmen, weil er kein Skript geschrieben hat. Schande ja. Über dich. Hier ist Wasser. Oh, da oben tropft zu. Oh shit, da tropft es. Da oh tropft God. Es. Hella love, even when it's going down. Know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, won't stop charging me, go and come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. Vlog-Alternative gefunden. Puh. No risk, no fun, würde ich mal sagen hier. Jo Leute, also wir befinden uns gerade hier, wie man unschwer erkennen kann auf einem Fluss, wenn du mich schubst, Alter, ich box dich. Scheiße, stimmt, dein Handy ist gar nicht wasserdicht. Ja. Und mein Geld auch nicht. Aber ich habe ja eine Karte da, 100 Euro. Nee. Nee, ich habe natürlich keine 100 Euro, ich gebe nie mit meinem Geld an. Ich habe nämlich mehr. Maul jetzt. Ich will dich reden. Ich mache jetzt mit meinem Handy Timelapse-Aufnahmen. Hoffe einfach mal, dass es nicht Timelapse Cinematic und hoffe mal, dass es mir nicht in den Fluss fällt. Dankeschön. Kamera, Videogröße, UHD. Ey, hör auf, du. Da, dieser Typ will mich ins Wasser schubsen, der mit dieser komischen Kamera. Mann. Kann nur 5 Minuten aufnehmen, das kotzt voll an. Und ja. Das wird wahrscheinlich jetzt mein erster Vlog und herzlich willkommen. Wir drehen gerade für ein Special. Und ja, dieser Typ hat mich davon überzeugt und ich muss den Fokus scharf stellen. Wunderbar. Und ich muss mir eine Kamera kaufen, weil ich mit meinem Handy aufnehme und das scheiße ist. Aber egal. Du kannst ja auch nicht sehen.
Tschüss. Oh Mann, fickende Fleischverfolger, hast du es aufgenommen? Ja. Mit Ton. Spast ist ins Wasser gefallen, wurde fast runtergeschubst und ist beinahe gestorben. Es fällt ins Fluss. Ja, jetzt hast du deinen Clickbait. Das ist so geil. Zeig mir mal die Aufnahme. Okay. Das ist so ungefähr die beste Szene ever gewesen, die ich einfach in dieser ganzen Vlog-Zeit hatte. Ja, ich hätte ja auch spektakulärer in den Fluss fallen können, ne? Genau, warum bist du nicht spektakulärer in den Fluss gefallen, Alter? Wofür bezahle ich dich? Ja, damit dein Camcorder ganz bleibt. Der ist nämlich in meiner linken Tasche. Das wäre mir so egal gewesen. Gib dir mir mal wieder, sonst fällst du noch in den Fluss. Ja. Mach mal eine Aufnahme. Mann, die sind nass. Sie sind nass, nass, sie sind nass, 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 nass. Nass. Internet. Der Lennart hat Kralte von seinem Internet. Spotify.de und Chris E. Ich hab sogar fast nicht gezittert, doch hab ich aber. Komm, auf den Spielplatz, Lennart, lass auf den Spielplatz gehen. Oh Gott. Bitte fall runter und brech dir was. Das ist scheiße. Reb, Lennart, das wird mein Thumbnail für den Vlog. Das ist mein Vlog. Ich habe auch einen Vlog. Aus einer Aufnahme. Ich mache jetzt eine zweite, wenn du jetzt nicht... Okay. Yay, wir können schaukeln. Ja, schau mir selber. Ich schaukel gleichzeitig, muss immer auf den Lennart halten. Oh, ja, ich schaukel, ich bin schaukel, ich bin schaukel, ich bin schaukel, ich bin schaukel. So kommst du gerade vor. Ich bin schaukel. Ich bin schaukel. Ich bin schaukel. Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella dumb. Also ich glaube, das ist der abgedrehteste und krankeste Vlog, den ich je gemacht habe. Er editiert mal wieder sein Video. Am Handy, am Handy! Ja, so von... Ich bearbeite alle meine Videos auf dem Handy. Deswegen sind sie auch so scheiße! Ach, meine Videos sind auch nicht besser. Ich mache nur in 4K. Und... Nur weil ich Bild wiederhole. Mann, kannst du aber besser werfen hier. Okay, werfen wir nochmal richtig. Machen wir nochmal richtig. Diesmal filme ich dich auch. Okay, wie ihr seht, es ist bereits 6 Uhr. Das bedeutet, wir müssen jetzt langsam mal nach Hause, weil der Chris hier, der muss um 7 Uhr im Bettchen sein. Ja.
Und dann kriegt er von seiner Mutter noch eine Nachtgeschichte vorgelesen. Und hier sehen Sie gerade Lügenpresse. Lügenpresse! Lügenpresse. Geil. A bottle with du musst es als Hebel nehmen, denn deine Hand als Hebel, darf ich mal? Ist ja. Mann. Ja, so. Ficken. Nein, ich mach das jetzt so. Nein, so bringt das nichts. Doch. Mann. Alter, ich hab Angst, du hast hier ist mein Rechner, das ist alles. Gib mal her! Das Ding wird schon direkt liegen. Gib mal her! Ah. Welches ist das Beste? Ne, so nicht. Das geht auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob du das unbedingt. Ich glaube, ich schlag das nochmal drauf. Spaß. Hätte ich das früher gewusst. Soll ich den noch suchen? Da ist er. Chris ist gerade abgeholt worden, die Kamera braucht einen neuen Akku und ich gehe jetzt gleich noch laufen. Puh, alles schnell genug, ich brauche einen neuen Akku.